Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Und ich freue mich natürlich auch, dass du als Zuschauer mit dabei bist. Und Zuschauer bedeutet immer auch, dass ich wieder einen Interviewgast habe. Mein Name ist Ulrike Winzer. Ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Ein Thema, was uns alle immer, wenn es um Veränderung geht, umtreibt, ist das Thema Gewicht. Ich glaube, da hat jeder von euch und ich natürlich auch schon mal mehr oder weniger mit zu kämpfen gehabt. Ob es nun 3, 5 oder 10 Kilo sind, das fällt uns regelmäßig schwer. Mein heutiger Gast hat so viel abgenommen, dass sogar die Welt über ihn berichtet hat, nämlich 120 Kilo. Wie es passiert, dass das Gewicht so nach oben geht und wie man dann den Turnaround meistert und sogar einen Marathon läuft, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit nimmt für uns. Herzlich willkommen, Guido Sander. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ulrike, ich freue mich auf das Gespräch und dass wir den Zuhörern eine Menge Impulse mitgeben, vielleicht auch selbst in die Veränderung zu gehen. Sehr gut. Ich habe ja gerade schon so ein paar Worte über dich gesagt. Wie stellst du dich selber vor? Mach das doch einfach mal. Wie stelle ich mich selber vor? Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, der schon immer sehr zielstrebig war, Dinge umzusetzen, wenn er irgendwie eine Motivation, eine Idee hatte, im Kopf hatte, das dann auch zu tun. Ich nehme da immer so gerne so ein bisschen das Bild von Pippi Langstrumpf, wie ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Oder vielleicht kennt der eine noch der oder andere noch die Augsburger Puppenkiste, den Kasper, der letztendlich nicht lustig ist, sondern der einfach kein Blatt vom Mund nimmt. Und das letzte Bild, was ich auch immer gerne verwende, ist so das Grisou-Bild. Der kleine Grisou, der Drache, der sagt, ich will Feuerwehrmann machen werden, obwohl er selber, wenn man so will, überhaupt die schlechteste Veranlagung, das schlechteste Talent für Feuerwehrmann hat, sondern eher für Feuer produzieren. Und das sind so Bilder, mit denen ich selber arbeite und wo ich selber sage, das ist etwas, was mich sehr aus meiner Sicht deutlich charakterisiert, wie ich so mit Dingen umgehe und das einfach mal dazu. Du hast dich ja mit 16 Jahren, und das ist ja sehr früh, selbstständig gemacht. Einige Jahre später, im Alter von 30, hattest du eine eigene Firma mit 20 Mitarbeitern. Das lief alles hervorragend. Und dann hast du in einem Rutsch alles verloren. Firma oder fast alles. Firma, Partnerin, Familie, Geld. Was ist da passiert? Wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, dass ich... Also ich bin vom Typ her so, dass wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie richtig und dann blende ich viele Dinge aus. Das heißt, ich kann einen sehr, sehr starken Fokus oder einen Tunnelblick oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, einnehmen. Und bis zu meinem 30. Lebensjahr gab es für mich nur rechtes Vollgas und ich mache Business. Ich versuche durch die Werte wie Status, wie Geld, wie wirtschaftlichen Erfolg sozusagen mich zu definieren. Und dabei habe ich aber völlig außer Acht gelassen, dass es auch ein Privatleben gibt und dass es eine möglicherweise Beziehung gibt, dass es menschliche Beziehungen gibt und dass diese menschlichen Beziehungen auch gepflegt werden möchten. Und was ist passiert? Mit 30 ist mir, wenn man so, ist mir meine Freundin, damalige Freundin, von jetzt auf gleich nach, wir waren so 6, 7 Jahre zusammen, wir standen so im Raum Verlobung, Heirat, mit dem Abschiedsgeschenk gegangen, du und deine scheiß Firma. Das heißt also, ich kriegte eine direkte Ansage dahingehend, dass das, was ich da tat, sozusagen beziehungsschädlich ist. Und als dann klar war, als diese Information an meinen Kopf gelang, hatte ich auf der einen Seite diesen Verlust, dass diese Partnerin nicht mehr da ist und auf der anderen Seite dieses Mindset im Kopf, es liegt an deiner Firma. Und das hat in der Konsequenz dazu geführt, dass ich, wenn man jetzt die Unternehmer hier unter uns, die können das dann rechnen, denke ich mal, wenn du 20 Mitarbeiter hast, einen riesen Fuhrpark mit allem, was dazugehört und du bist dann sozusagen mal für ein paar Monate nicht an Bord, mental an Bord und du sorgst nicht mehr für Nachschub in Form von Aufträgen und, oder du bist nicht mehr in der Führung drin.
dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Einfach aufgrund der Tatsache der Größe des Unternehmens. Und das war das, was dann als nächstes stattfand, nämlich, dass ich einfach mal 6 Monate gedacht habe, okay, jetzt willst du einfach leben, jetzt willst du einfach, jetzt machst du mal Disco, jetzt machst du mal dies, das, versuchst diesen Verlust irgendwie zu kompensieren. Habe mich nicht mehr auf die Firma konzentriert und stand dann nach knapp 6 Monaten mit rund 150.000 Euro in der Kreide. Und musste mir dann überlegen, wie geht es jetzt weiter. Ich hatte keine Frau, keine Freundin mehr oder keine angehende Frau mehr. Ich war alleine. Ich hatte finanziell so heftig Druck, dass die Bank gesagt hat, es ist uns ganz egal, wie sie es machen. Wenn sie den Kapitaldienst aufbringen können, können sie weitermachen. Aber ansonsten ist hier Ende und sie können Offenbarungseid leisten. Ja, und das... Und das hat natürlich dann in der Konsequenz dazu geführt, dass ich wirklich Dinge verändern musste und halt auch auf Freunde und andere Menschen dann verlor, aufgrund der Tatsache, dass ich halt auch diesen Marker des, nicht nur des privaten Scheiterns, das war eigentlich gar nicht so wichtig, sondern dass ich denn dann den Marker des unternehmerischen Scheiterns, diesen Stempel auf den Kopf bekam, so nach dem Motto, der hat es nicht geschafft, der ist pleite. Mhm. Und weil bei der Größenordnung musst du das ja letztendlich auch ein Stück weit kompensieren, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es vorher mal ging. Ne? Hast du das auch im Zusammenspiel mit Banken gemerkt? Ich frage das deshalb, weil wer meinen Podcast regelmäßig hört, der merkt immer so die unterschiedliche Mentalität zwischen Amerikanern und den Deutschen, was das Thema Fehlerkultur betrifft. Die Amerikaner sagen zweimal insolvent, super, jetzt weiß er, wie es geht, der kriegt Geld. In Deutschland hat man, wenn man einmal insolvent gegangen ist oder einmal pleite wurde oder auch wenn man Fehler macht im Unternehmen, das ist dann schon so ein bisschen Stempel auf dem Kopf, Karriereende, der kann es einfach nicht. Hast du das auch gemerkt? Das merke ich heute noch. Oh, es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, dieses ganze Thema. Ja. Und ich merke es heute noch, dass ich unternehmerisch, wenn man so will, gedisst werde. Also oder gemobbt oder was auch immer. Also das ist heute noch so, obwohl ich damals keine Insolvenz gefahren habe, sondern wirklich gesagt habe, ich übernehme die Verantwortung für diese 150.000. Es sind am Ende noch natürlich noch mehr geworden, weil in dem Moment, wo du dich zurückziehst, kommen noch mehr Probleme und Forderungen auf dich zu, die du dir zusätzlich nicht wünschst, wie zum Beispiel, dass du Mitarbeiterverträge auflöst und du hast eigentlich kein Geld mehr und musst denen nochmal 5 oder 10 oder 20.000 Euro zusätzlich mitgeben. Also letztendlich, obwohl ich nachweislich überhaupt gar keinen Fehler, also ich habe einen Fehler gemacht, ja, aber ich habe keine Insolvenz, also ich habe nicht ein Testat dafür, dass ich wirklich gescheitert bin, sondern ich habe es wirklich bewiesen, aus diesem Problem wieder rauszukommen, habe ich heute immer noch die Situation, dass ich als Unternehmer in der Region, in dem Bereich, wo ich unterwegs war, keinerlei Wert habe. Also ich bin hier in Deutschland, das hast du richtig gesagt, hat man den Eindruck, du bist mit diesem Marker für immer und ewig wertlos, entwertet. Und das ist etwas, das spüre ich auch heute noch. Und das merke ich auch heute noch, egal wie, was für herausragende Leistung ich wirklich betrieben habe. Und es ist fast einfacher, sagen wir mal, mit einer Events-Einstellung, ich habe sozusagen einen Offenbarungseid geleistet, durchs Leben zu kommen, als zu sagen, ey, das habe ich nie gehabt. Ich bin heute schuldenfrei. Ich kann heute machen, was ich will. Und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, hochdeutsch. also, ne? Und trotzdem bleibt das bleibt fürs Leben. Habe ich den Eindruck. Du hast es ja dann aber trotzdem geschafft, dass du 5 Jahre später wieder ein Unternehmen hattest, 10 Mitarbeiter, neue Partnerin. Wie ist dir das gelungen? Da kommt halt dieser Tunnelblick mir zugute, dass ich sage, okay, wenn ich etwas verstanden, ich sag mal so, wenn ich etwas verstanden habe, wenn ich einen Sinn hinter einer Situation sehe, dann packe ich das an und dann ist es so, dass ich auch mich über jede Emotion hinwegsetzen kann. Das heißt, dann bin ich, wenn man so will, mental so stark, dass ich den Schmerz, den ich erlebe oder den Gegenwind oder die ganzen Sachen eher als Antrieb nehme, als dass ich sie sozusagen als Ablehnung und wie auch immer interpretiere. Natürlich weiß ich, dass es Ablehnung ist, dass es Gegenwind ist, dass es kalt ist, aber ich kann da wirklich mit einem Tunnelblick durch. Und habe das dann auch getan. Ich habe einfach gesagt, okay, du übernimmst jetzt die Verantwortung. Also das Thema war dann wirklich Verantwortungsübernahme. Will ich Verantwortung übernehmen oder nicht? Ja, ich übernehme die Verantwortung. Ja, ich habe den Fehler betrieben. Ja, ich kann daraus nur lernen.
und habe das immer bejaht und habe dann einfach gemacht. Letztendlich, ich habe mich nicht mehr überlegt, ob ich es will oder nicht, sondern einfach tun und machen und habe dann gekämpft und habe gesagt, gut, wenn das dein, dann ist das jetzt deine Aufgabe. Das ist jetzt deine, du hast, ne, du hast die Suppe eingelöffelt, dann musst du sie jetzt auch auslöffeln. Und, und das habe ich dann umgesetzt. Und dann kannst du es eigentlich nicht versauen. Also wenn du dann nicht mehr nach rechts und links guckst, sondern einfach sagst, wieder rechts ist Gas und die Aufgabenstellung ist klar, der emotionale Druck ist klar, du willst frei bleiben, du willst frei sein, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als es zu tun. Mhm. Und der emotionale Schmerz muss wohl so groß gewesen sein, dass ich dann gesagt habe, dann laufe ich davor weg und mache es auch. Ja. Mhm. 2009, 2010 sind ja ein paar Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass du diesen Tunnelblick nicht mehr aufrechterhalten konntest. Du hast selber dazu geschrieben, das war so die größte Sinn- und Lebenskrise, die da bei dir aufgebrochen ist. Was ist da passiert? Ja, der Tunnelblick hat natürlich dazu geführt, dass ich das erste Muster von meinem 30. Lebensjahr ja letztendlich in dieser Krisenbewältigung weiter verwendet habe. Was aber dann in der Konsequenz dazu geführt hat, dass ich wiederum das Private, das Beziehungstechnische, das Familiäre aus den Augen verloren habe. Oder nicht aus den Augen verloren, sondern nicht berücksichtigt, so möchte ich es mal sagen. Nicht bewusst mit reingenommen habe. Weil es hätte mir ja Zeit geklaut. Das hätte mir Energie geklaut. Ich hatte ja nur eine begrenzte Energiemenge zur Verfügung. Was dazu geführt hat, dass ich auf einmal einen Anruf, 2009, einen Anruf bekam und es hieß, mein Bruder hat sich gerade das Leben genommen und du musst sofort nach Hause kommen. Mhm. Und mein Bruder war zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Und das hat mich das erste Mal, das hat mich echt zurückgeworfen. Das hat dann in dem Moment mich zurückgeworfen, weil ich gedacht habe, scheiße, du hättest die mentale Fähigkeit gehabt, es wahrzunehmen, ob es ihm gut oder schlecht geht. Ich habe mir ein bisschen die Schuld auch gegeben, habe gesagt, ey, wenn du mal hingeguckt hättest, hättest du es vielleicht mitkriegen können, weil ich wusste, dass ich schon immer diese menschlichen Antennen hatte, aber ich habe sie halt da nicht eingesetzt. Und als dann 2010, ungefähr im Oktober, also es war Februar 2009, wo mein Bruder sich das Leben nimmt, und Oktober 2010, wo dann aus dem Nichts dann mein Vater noch das Leben meines Bruders aufgelöst hatte, mir gefühlt so ungefähr 6-8 Wochen vorher noch unseren Familienbesitz übergeben hat, verstirbt mein Vater aus dem Nichts. Mhm. Steht morgens auf und ist mit 67 nicht mehr am Leben. Und ich wusste 1 bis 2 Stunden, also auch da gab es wieder einen Anruf, dein Vater ist soeben verstorben und der Bestatter ist noch nicht da, aber komm bitte. Mhm. Und in dem Moment, wo ich da zu Hause in meinem Elternhaus wieder ankam, wusste ich, hier passiert jetzt gerade was Dramatisches mit dir. Mhm. Du wirst dieses Leben, so wie du es jetzt ist, es wird sich was ändern. Es wird sich garantiert etwas ändern. Und du wirst dieses Leben so nicht mehr weiterführen. Das war mir innerhalb von wenigen Stunden mega bewusst. Und ab da hat sich, und am Anfang war es so, ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte. Auf einmal war zum Beispiel dieses ganze Thema, warum bin ich überhaupt selbstständig, war auf einmal, stand komplett in Frage. Und mir wurde bewusst, dass ich einen großen Teil meiner Selbstständigkeit, einen großen Teil meiner Aktivitäten auf die Anerkennung, das hat gedauert, das habe ich nicht sofort gewusst, aber auf die Anerkennung und auf das Ansehen von meinem Vater zu bezogen war. Das heißt also, ich habe etwas gemacht, ich wollte von meinem Vater gesehen und wahrgenommen werden und ich wollte, dass er stolz auf mich ist. Und das konnte ja nicht mehr stattfinden. Auf einmal war das nicht mehr da. Auf einmal war dieser gesamte Antrieb seit meinem 16. Lebensjahr war weg. Also wenn man so will, 20 Jahre Business-Antrieb verschwanden in Schutt und Asche. Hattest du da schon das Gewichtsthema? War schon immer ein Gewichtsthema. Ja. Der Preis dieser Fokussiertheit, dieses Tunnelblicks, dieser mentalen Stärke, die ich sicherlich irgendwo einbringe, der eine oder andere sagt, ich habe eine Willenskraft, meine Güte, ja.
ist gewesen, dass ich immer, wenn man so will, immer schon nicht in der Lage war, meine Emotionen im gleichen Zuge damit auszugleichen. Also ich habe immer schon gegessen, ich habe immer schon versucht, sozusagen das eine zu kompensieren durch das andere. Das heißt, umso mehr ich meine Willensstärke, meine logischen Fähigkeiten, meine Kontrollmechanismen, diese ganzen Dinge geschärft und weiterentwickelt habe, umso weniger habe ich mich mit Gefühlen und Emotionen auseinandergesetzt, habe dem alles untergeordnet. Und wenn diese Emotionen und diese körperlichen Reaktionen sozusagen zu heftig wurden, und das war natürlich häufig abends, wenn denn der Tag irgendwann mal Ruhe nimmt, habe ich dann sozusagen kompensiert. Einmal die Energie, die ich für meinen Kopf brauchte, durch hochgradig Kohlenhydrate und Co., aber auch durch übermäßiges Essen und durch Betäuben. Und Kohlenhydrate, Zucker sind ja etwas, was hervorragend Möglichkeiten bietet, dann irgendwann mal den Kopf runterzufahren und zu sagen, ey, weißt du was, ich lege mich jetzt mal in Watte und mir geht es jetzt gut und ich schwebe jetzt und alles ist tutti und morgen früh stehst du wieder auf und benutzt den Kopf wieder. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast auch geschrieben, dass das Essen so ein Schutzpanzer war. War das dann der Schutzpanzer vor den Emotionen, um die nicht zu fühlen? Oder wofür hat er dich geschützt? Vor was? Also wirklich vor den Gefühlen. Also ich würde nicht nur Emotionen sagen, wirklich, das war der Schutz vor den Gefühlen, vor dem Erleben von Gefühlen. Die schwächste Fähigkeit nach dem MBTI-Test oder was auch immer ist bei mir das Gefühl, das Handling des Gefühls. Das ist auch heute noch so. Ich habe mich versucht, einfach zu schützen vor den Gefühlen und auch vor den Reizen, vor den äußeren Reizen und vor der Bewertung und von der äußerlichen Bewertung von anderen Menschen. Also alles, was irgendwie mit Gefühle, mit persönlichen Angriffen, mit Emotionen zu tun hatte, das war etwas, was ich versucht habe, weit, weit weg von mir zu halten, indem ich halt sozusagen einen Schutzpanzer vor mir hinbringe. Und ich fand es ganz spannend, dass ich hatte ja in der Vorbezeichnung, haben wir ja schon über eine Aufzeichnung gesprochen. Es gab gerade kürzlich eine Aufzeichnung, wo man etwas entdeckt hat bei der Aufzeichnung, wo ich mich auch heute noch schütze. Also wenn man so will, wo ich vor meinem Bauch den Igel mache, beziehungsweise meinen Bauch schütze durch eine Handhaltung und wo dass man etwas interpretieren konnte, was man mir dann in dem Moment zurückgespiegelt hat und gesagt hat, vor was schützen Sie sich da? Spannend. Und da habe ich gedacht, ups, das hätte ich ja jetzt gar nicht wahrgenommen, dass ich mich auch heute immer noch schütze. Nur früher war es, oder in der Vergangenheit war es, wenn man so will, durch meine korpulente Fettschicht vor dem Ganzen. Und heute mache ich das, wenn man so will, immer noch unbewusst durch meine Handhaltung. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du nicht nur Raubbau am Körper betrieben hast, sondern auch Raubbau am Kopf. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern für die Zuschauer und Zuhörer? Ja, Raubbau am Kopf. Also wenn man so will, ich habe Übertraining betrieben. Also ich habe ja, so wie ich das eben schon sagte, mit dem Vorantreiben der Themen, der logischen Themen, die zu tun sind, um wieder geschäftlich erfolgreich zu sein, um kapitaldienstfähig zu bleiben oder zu sein, haben natürlich dazu geführt, dass ich immer wieder überlegt habe, was kannst du machen, wie kannst du es machen. Ganz viel schnelle, gedankliche Entscheidungen getroffen. Und das ist ja, wenn man so will, Training. Also wenn man ganz, ganz schnell ganz viele komplexe Zusammenhänge erfassen kann. Und neben dem habe ich das ja nicht nur in meinem geschäftlichen Kontext, im Bereich Unternehmensberatung und Ähnlichem gemacht, sondern ich habe dann auch irgendwann mal Business Coach gelernt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kannst du wieder mit systemischen Zusammenhängen noch mehr Möglichkeiten, komplexe Dinge zu handeln. Und ich nenne das mal sozusagen, auf der einen Seite ist es Training, aber irgendwann, wenn du das, wenn man so will, 20, 30 Jahre lang machst, also in dem Fall waren es zu dem Zeitpunkt ja 25 Jahre, machst, dann ist das, verhält sich das so ein bisschen wie so ein Spitzensportler, der, wenn man so will, 20 Jahre hervorragenden Spitzensport, ein Fußballer meinetwegen, der ganz viel Sport macht, ganz viel Spitzensport macht und der dann irgendwann nach 20, 25 Jahren sagt, so, jetzt ist mal Karriereende, nicht, weil er nicht mehr möchte,
sondern weil er einfach möglicherweise kaputte Knie, die Verletzungsanfälligkeit zu hoch ist und so weiter. Und deswegen würde ich das heute als Raubbau betreiben. Das heißt, ich habe sehr früh schon meine maximalen Fähigkeiten immer wieder weiter ausgebaut, was aber am Ende dazu geführt hat, dass, wenn man so will, mein Gehirnmuskel heute einfach zu schnell ermüdet, zu schnell in Stresssituationen gerät, zu schnell Dinge tut, die mir nicht mehr gut tun. Und wo ich einfach merke, wie gesagt, wie ein Sportler, der sagt, ey, wenn ich ein bisschen laufe, dann tun mir die Knochen und die Hüfte weh. Wenn ich ein bisschen zu viel Business mache, wenn ich ein bisschen zu viel mit den digitalen Medien spiele, wenn ich zu viel mit Dingen mache, dann passiert das so, dass mein Kopf aussteigt. Mhm. Und dass der sagt, geht nicht mehr. Und man könnte das jetzt Ausgebranntheit nennen, das sehe ich jetzt so nicht, sondern es ist einfach dieses, wie gesagt, dieser Raubbau, dieses Übertraining, was ich nicht mehr zurücknehmen kann. Mhm. Und das merke ich auch und das macht mich extrem traurig, weil ich denke, so weit hätte es nicht kommen müssen, wenn ich schon viel, viel früher die guten Möglichkeiten des Sports für mich entdeckt hätte. Wenn ich gewusst hätte, was Sport, und damit meine ich nicht ein bisschen Breitensport, ein bisschen durch die Gegend laufen, weil ich war ja auch vorher nicht ein bisschen Business, sondern ich war ja Vollgas. Wenn ich gewusst hätte, was Leistungssport für Möglichkeiten hat, auch das Gehirn zu trainieren, das da Entspannungsmodis zu entwickeln, sozusagen statt, wie heißt es jetzt, Meditation, einfach zu rennen und dadurch sozusagen eine Entspannung herzustellen, dann hätte ich das gut gefunden. Aber es war, wie gesagt, ja nicht bei mir so. Ne? Also ich kannte die Fähigkeiten, Möglichkeiten und Chancen von Sport kannte ich nicht, weil ich schon sehr früh als Kind mit 12, 13 vor der Pubertät ausgestiegen bin, weil ich ein paar andere Probleme hatte aus der Kindheit, aus Kindeskrankheiten heraus, was dann dazu geführt hat, dass ich ja letztendlich in die IT gewechselt bin und gesagt habe, okay, wenn du dich bewegungsmäßig nicht so bewegen kannst, wie du es gerne möchtest, du dann auch noch gemobbt wirst und so weiter und so fort, dann suchst du dir halt was anderes, wo du vielleicht besser bist. Und deswegen kannte ich diese Möglichkeiten noch nicht. Ich möchte nochmal einen kleinen Schwenk machen. Du sagtest ja vorhin, dass mit dem Tod deines Vaters auch so der Sinn deiner Selbstständigkeit gestorben war. Und das ist, wenn ich es höre, das hört sich für mich nach einem tiefen Fall an. Also es ist nicht nur, dass da ein Elternteil dann weg ist und vorher der Bruder, der sich das Leben genommen hat, sondern auch der Sinn dessen, was man tut. Und das ist ja schon wirklich heftig. Ja. Wie bist du, nachdem du das für dich erkannt hast, wie bist du da rausgekommen? Indem ich gesagt habe, ich stelle mich den Emotionen. Ich habe wirklich, ich bin beigegangen und habe gesagt, okay, wenn diese Emotionen für irgendetwas gut sein sollen, also habe mir wieder mein logischer Verstand geholfen und habe gesagt, ey, wenn dir das irgendwie helfen soll, dann nimmst du die jetzt als Wegweiser. Egal, ob dein Kopf sagt, du bist bescheuert, lass das. Der Verstand sagt, das macht dir überhaupt gar keinen Sinn, du fühlst dich doch schlecht, also lass das, habe ich gesagt, gab es eine andere Stimme, wenn man so will, in mir, die gesagt hat, nein, da ist eine Antwort. Du musst in diese Emotion reingehen. Und bin dann wirklich immer in diese Emotion reingegangen. Ich habe durch das Business Coaching, habe ich dann irgendwann mal das transformative Coaching kennengelernt. Mhm. Weil ich im Business Coaching durch Perspektivenwechsel und alle möglichen Methoden gemerkt habe, okay, die ist schon ganz gut, aber so richtig besser geht es mir erst, wenn ich sozusagen wirklich immer ins Transformative reingehe, wenn ich in dieses innere Team, innere Kind-Thema reingehe, in das Thema Aufstellung reingehe. Ich fand das total spooky, aber ich merkte, das funktioniert. Und als ich dann gemerkt habe, da geht was und ich kann es nicht nur erleben und das als Wegweiser nehmen, sondern auch transformieren, indem ich nochmal da durchgehe und dann auf einmal sozusagen so ein Stück weit, da gibt es auch einen Buchtitel, das innere Kind will Heilung haben und das in dir dann erfolgt, dann merkst du auf einmal, okay, es geht. Und so habe ich mich dann immer wieder den emotionalen Gegebenheiten gestellt, bin 2014, also fünf Jahre nach dem Tod meines Bruders, vier Jahre nach meinem Vater, auch in mein Elternhaus zurückgegangen, wo ich eigentlich nie wieder zurück wollte.
da, wo diese beiden Menschen auch gestorben sind, ich kann dir genau auf der Stelle anmalen, wo das gewesen ist, beide, und habe mich dem gestellt. Habe dir gesagt, okay, du musst jetzt durch die Hölle, ob du willst oder nicht. Du gehst da jetzt durch. Und das hat dann, geholfen, damit umzugehen. Und loszulassen. Und das ist so, als wenn man sagt, du bist der Beste, wenn du zum Psychologen gehst, dann wäre es ja gut, wenn der Psychologe vorher schon mal selbst durch die emotionalen Themen gegangen ist. Und ich habe einfach gesagt, okay, dann ist das jetzt deine Aufgabe. Dann musst du da jetzt durch. Hatte oft panische Angst davor. Habe auch ein paar Mal in Coaching-Situationen, die ich selber auch in Anspruch genommen habe, gedacht, hoffentlich fliegt dir jetzt nicht deine Partnerschaft dabei um die Ohren, so nach dem Motto, du musst dich davon trennen, ob du willst oder nicht. Das ist nie passiert, Gott sei Dank. Aber es sind dann ganz andere Themen aufgegangen, wo ich gedacht habe, also wie zum Beispiel das mit dem Haus, wo ich nie wieder hin wollte, aber wo ich in einer Coaching-Situation zum Beispiel dieses ganze Haus vom Tisch geknallt habe. Wir mussten sozusagen in einer Übungssituation mit Lego und Playmobil spielen, nur damit man es mal erlebt hat. Ich habe gedacht, was für ein Kinderkracke. Also ne, Business-Kontext, da kannte ich ja gar nichts mit an. Gestalttherapie war ja überhaupt nichts meins. Und dann haue ich irgendwann das ganze Zeug vom Tisch und dann fragt, und dann kam die Intervention meiner Trainingspartnerin, ja, und jetzt? Und ich, okay, ja, so finde ich es jetzt cool. Jetzt will ich das alles nehmen. Und dann hat es ungefähr noch 3 Wochen gedauert und dann bin ich in das Haus eingezogen und habe einen Hammer genommen und habe erstmal ganz viele Wände rausgeklopft. Weil ich hatte ja sinnbildlich gesagt, die Grundmauern ertrage ich, das Gelände ertrage ich, aber ich muss da was kaputt hauen. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, du hast ja auch professionelle Hilfe geholt, dass dich ein Coach von außen unterstützt hat und dich begleitet hat. Jein. Ja. Ja und nein, dahingehend, ich hab nie geglaubt, dass ich professionelle Hilfe brauche, sondern ich habe immer gedacht, ich muss selber was tun. Ich muss selber aktiv werden. Und die einzige Idee, die ich mir selber zuordnen konnte, war, okay, also wenn du sozusagen das irgendwie dir selbst verkaufen willst, dann machst du das im Rahmen von Ausbildung, von Selbstbildung, von Weiterbildung. Und habe so mich dann ausbilden lassen zum Business Coach bei der Rauen Akademie, DBVC, habe dann also die Profi-Ausbildung, die komplett, nicht nur die Standardausbildung zum damaligen Zeitpunkt, auch die Premium-Teil noch bei Christopher und Andreas. Gemacht. Habe dann mich mit transformativen Coaching beim Hermann Küster ausbilden lassen. Ich habe das immer im Rahmen von Ausbildung gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, will ich es erst lernen, erst verstehen und dann anwenden. So bin ich da reingerutscht. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, im Rahmen dieser Ausbildungssequenzen kannst du nicht jedes Thema bearbeiten. Mhm. Ich war immer derjenige, der nicht gesagt hat, ich bin jetzt der Coach, sondern ich habe immer gesagt, oh, ich habe ein Anliegen, Proband. Und in der Ausbildung vom Christopher und vom Andreas ist es ja so, dass du im Fokus immer nicht mit Fallbeispielen arbeitest, sondern mit deinen eigenen Themen, die du einbringst. Also war ich fast immer der Erste, der geschrien hat, okay, ich biete mich an, bevor ich jetzt hier irgendwie Coach oder Beobachter mache, biete ich mich an. Und das hat aber nicht gereicht. Und dann habe ich in dem Kontext mir auch nochmal zusätzlich Hilfe geholt und habe gesagt, du, Hermann, können wir mal ein paar Sitzungen machen. Und das habe ich dann auch getan. Aber es war immer, ich brauchte erst den Sinn und den Verstand, dass ich gesagt habe, ich mache erstmal Weiterbildung. Und nicht, ich gehe irgendwo hin und lerne nichts, aber ich bearbeite meine Themen. Das wäre nie in den Kopf gegangen. Ich mache jetzt einen kleinen Erklärungseinschub. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung bei Christopher Raun und Andreas Steinhübel gemacht. Und ich persönlich finde, und das ist, glaube ich, für euch auch wichtig, liebe Zuschauer und Zuhörer, es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Coaches und Coaching-Ausbildungen am Markt. Und die Ausbildung von den beiden lebt eben dadurch, A, durch den langen Zeitraum, über den sie geht, und B, dass unglaublich viel geübt wird in kleinen Teams an wirklich echten eigenen Situationen, die dann eben durchgespielt werden. Es geht darum, dass man einen großen Methodenkoffer bekommt und diese verschiedenen Methoden ausprobieren kann, um dann auch die für sich selbst passende Methodik herauszufinden und zu sagen, aus dem Koffer nehme ich mir jetzt die Methoden und die sind für mein Business
das Richtige zum Anwenden. Also von daher kann ich auch, was du gerade erzählst, lieber Guido, sehr gut nachvollziehen, was das bei dir ausgelöst hat. Das braucht ja eine Entscheidung, um zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg. Und ich persönlich finde immer, das Schwierigste ist, die Entscheidung zu treffen, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt und ich ziehe das jetzt auch durch. Weil, Klammer auf, der Rest ist dann nur noch umsetzen, Klammer zu, klingt so leicht, aber wenn man wirklich bewusst entschieden hat, dann ist auch danach vieles einfach nur in Anführungszeichen umsetzen. Wie hast du das entschieden, dass du jetzt diesen anderen Weg gehst? Du meinst jetzt speziell auch das Abnehmen und dass ich aus dem Business-Kontext ausgestiegen bin? Dass du gesagt hast, ich will ja was verändern, ich gehe jetzt in diese Ausbildungsthematik rein, ich mache jetzt nicht mehr Ausbildung im Sinne von, ich eigne mir IT-Wissen an, ich eigne mir Fachwissen an, sondern ich mache jetzt Ausbildung, um mein Mindset, meine Haltung, meine Gefühlswelt zu erweitern, um meine Persönlichkeit auszubilden. Das war ja auch eine Entscheidung. Weil ich ja auf der Suche nach dem Sinn war. Also okay. Die Ausgangslage war ja, ich hatte ja keinen Sinn mehr. Ich wusste ja nicht mehr so richtig, warum tue ich das Ganze. Mhm. Das heißt also, aus der Vergangenheit heraus, aus der Rückbetrachtung, hatte ich keinen Anker mehr. Also habe ich mir irgendwann überlegt, okay, also wenn da dich nichts mehr hält, vielleicht gibt es hier irgendetwas Motivierendes nach vorne hin, was dich möglicherweise antreiben könnte. Und da ich ja gemerkt habe, dass mir Coaching, also dass ich gerne, na sagen wir mal so, dass ich, weil ich gemerkt habe, dass wenn das Ganze einen Sinn haben soll, was ich so habe, da habe ich mir selbst so einen Sinn gebastelt, wenn man so will, dann wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn du mit deinen jungen Jahren einfach deine Erfahrung weitergibst, weil ich konnte ja zu dem Zeitpunkt schon zur Coaching-Ausbildung mit 20 Jahren Selbstständigkeit aufwarten, mit vielen Krisen, Niederlagen und so weiter hatte ich da ja schon zu kämpfen gehabt. Und habe gedacht, ja, vielleicht könnte das ja etwas sein, was dich motiviert, wenn du dein Wissen, deine Erfahrung anderen weitergibst. Und habe dann festgestellt, okay, das könnte im Rahmen von Coaching, von Business Coaching, ganz spannend sein. War dann relativ schnell enttäuscht, weil ich gedacht habe, Entschuldigung, diese Wortwahl, dass ich da gar nicht so viel reden darf, sondern beim Coaching ja eher die Methodenkompetenz des Fragens, des Erfragens, des Steuerns, des Lenkens und nur wenig Fachimpulse wichtig sind. Und habe aber gesagt, naja gut, probierst es einfach mal, du guckst einfach mal. Und so bin ich da dann reingerutscht sozusagen. Ich suchte einen Sinn und habe gedacht, okay, wenn etwas für was gut sein soll, dann vielleicht, dass du deine Erfahrung weitergeben kannst. Mhm. Natürlich, klar, mit knapp um vor 40, ein bisschen früh, aber ich habe gedacht, naja, aber du hast ja schon 20 Jahre Erfahrung, also könntest du da ja mithalten. Da könntest du ja anderen was weitergeben. So, und das war so die erste Idee, das erste Flämmchen, was so aufkeimte. Und ich hatte ja gleichzeitig die Situation, dass es mir emotional aber ja mega schlecht ging. Also, dass ich einfach mit den Niederlagen, mit den ganzen negativen Krisenthemen nicht gut klarkam, mich auch im Selbstwert nicht unbedingt gut fühlte. Und dann gedacht habe, okay, auch da wieder probierst es aus. Und in der Coaching-Ausbildung gab es dann ja auch sozusagen durch die Übungen auch immer mal wieder Linderung. Mhm. Weil ich dann auf einmal wieder, ja, dann lernst du halt dieses Perspektivwechsel und denkst, ah, das ist jetzt eine neue Perspektive. Und also ich habe sozusagen immer diese Chance dann gesehen und die dann genutzt und habe gedacht, ah, da gibt es jetzt eine neue Erkenntnis. Okay, und dann der jagst du jetzt hinterher. Wie gesagt, immer in der Anbetracht dessen, was ich sagte, du kannst eigentlich nur die Zukunft verändern, indem du im Hier und Jetzt in die Zukunft schaust, ne? Also nach vorne durchschaust und du kriegst es nicht mehr in der Vergangenheit gelöst. Absolut. Und so habe ich mich da reingetrieben. Wie kam dann das Thema Sport in dein Leben? Sport war bis zu dem Zeitpunkt undenkbar. Sport kam erst, als ich, wenn man so will, ganz viele dieser Vorbereitungsmaßnahmen betrieben habe, mein Mindset erweitert, hast du ja so schön gesagt, meine Möglichkeiten erweitert, meine Glaubenssätze ein Stück weit angeschaut habe, auch teilweise schon emotionale Themen transformiert hatte, kam irgendwann Ende 2015 das Problem auf mich zu, dass ich
viele Steine umgedreht hatte, viele Dinge vereinfacht hatte, viele Dinge abgeworfen hatte schon. Wenn man so will, dieses Knäuel entknäuelt habe, also diese Knoten aus diesem Wollknäuel rausgeholt hatte. Oder ich glaube, Christopher, die sagen ja sozusagen, diesen Schutthaufen immer weiter freigelegt hatte. Kam dann die Situation, weil, was mache ich denn jetzt? Da kam wirklich irgendwann mal so dieses Bild in mir hoch. Mist, jetzt geht es ja irgendwie nicht mehr so richtig weiter. Und ich hatte es ja sogar so weit getrieben, dass ich auch wusste, dass ich im Teil meines Business, nämlich dieses CRM-Geschäft, einen Teil davon so nicht mehr machen wollte. Mhm. Und den Teil hatte ich Ende 2015 durch einen Zufall dann Dezember 2015 verkaufen können. Und auf einmal stand ich wirklich vor so einem schwarzen Loch. Mhm. Ich habe gedacht, was jetzt? Business-Krankheit, Manager-Krankheit. Ne? Schwarze Löcher mögen wir ja gar nicht. Also das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn gar keine Perspektive mehr da ist, was man jetzt tun könnte. So, und dann musste ich mich, war ich sozusagen so weit auf mich zurückgeworfen, dass ich ja durch die meditativen Fähigkeiten, die man gelernt hat bei dem Hermann, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ja. Solche Sachen habe ich dann schon den Kontakt zu mir gesucht und dabei ist es dann entstanden, dass ich wirklich einerseits körperliche Reaktionen hatte, die dazu geführt haben, dass mein Körper immer deutlicher sagte, lieber Kopf, du kannst dir denken, was du willst, aber ich bin stärker. Mhm. Oder auch der, ne, also der, sozusagen der Körper und die Gefühle sind stärker als das, was du mental dort sozusagen unterdrückst. Und gleichzeitig mental, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. So, und das hat, lange Rede, kurzer Sinn, das hat dazu geführt, dass ich auf der einen Seite körperlichen massivste Probleme hatte, Panikzustände, Herzrasen. Ich hatte das Gefühl, dass ich kurz vor einem Schlaganfall stehe oder Herzinfarkt. Das wär mir nicht so klar gewesen. Ich hatte einen entgleisten Blutzucker, weil ich das versucht hatte, ja immer weiter zu kompensieren, meine Gefühle nicht weiter an mich ranzulassen und dem mentalen Bild, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und sah mich dann in einer Situation, wo ich dann einmal kurz zu mir selbst geschaut habe, vor dem Spiegel wieder, so sinnbildlich vor dem Spiegel wieder, und die Ansage kam, ey Guido, du weißt doch, was du zu tun hast. Also wirklich so knallhart, Guido, du weißt, was du zu tun hast und guck doch mal in den Spiegel. Und dann guck dich wirklich emotional geschlossenen Augen in den Spiegel und habe nur gedacht, also jetzt wirklich hochdeutsch, krass hochdeutsch, du Arschloch. Also ich war richtig sauer, emotional richtig aufgeladen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du dir selber das jetzt sagst. Und dann war klar, okay, das ist jetzt dein Projekt. Das ist jetzt deine Aufgabe. Das ist jetzt das, was du zu tun hast. Du brauchst nicht mehr blöd fragen. Du siehst es im Spiegel. Du bist einfach dick und fett, muss man klar so sagen. Und das ist jetzt deine Aufgabe. Du hast dich jetzt um dich zu kümmern. Und das heißt, dein innerer Coach hat dir im Grunde gesagt, guck mal, was du dir antust und verändere es. Ja, pack es an und es gibt keine Diskussion mehr. Und es ist dein Beruf. Das kam gleich, diese Themen, diese Gedanken kamen gleich. Mein innerer Coach kam da gleich dazu und hat gesagt, und du brauchst sie nicht diskutieren, es ist jetzt dein Job. Das ist dein Job. War das einfacher für dich? War das so ein ja, wie so eine Krücke vielleicht oder wie so ein Trick, dass du dir gesagt hast, das ist jetzt mein Job, weil du ja auch im Job immer sehr ehrgeizig warst. Ja. Und dass dadurch das auch getriggert wurde und verstärkt wurde zu sagen, ich mache das jetzt, das ist jetzt mein Job. Und dann hast du den Ehrgeiz, den du vorher bei der Firma hattest, jetzt darauf gelegt. War das eine Hilfe? Ja, okay. Und das will ich auch jedem als Tipp mitgeben. Also wer stark im beruflichen Kontext ist und dieses Thema für sich Gewicht als Thema für sich hat, der sollte aus meiner Sicht diese Krücke, dieses Hilfsmittel verwenden, um zu sagen, es gehört zu meinem Beruf. Es ist mein Beruf, vielleicht sogar meine Berufung. Also ich habe ja, wenn man so will, mit 16, das ist ja meine Berufung, das ist ja eine echte Berufung. Und das würde ich jedem da auch mitgeben, zu sagen, ey, wenn du Höchstleistung bringen willst, wenn du fit sein willst, wenn du attraktiv sein willst, wenn du verkaufen willst, präsentieren willst, was auch immer, dann gehört das verdammt nochmal zu deinem Beruf. Mhm. Das ist Beruf, das gehört zum Job. So wie Fotomodels, heute weiß ich es, wie Fotomodels
sagen, ey, ich muss auf die Ernährung achten oder Moderatoren oder was auch immer, ich muss dafür sorgen, weil das gehört zum Gesamtbild dazu. Nur weil ich Rechtsanwalt bin, heißt das doch nicht lange nicht, dass ich nicht den Rest meines Körpers nicht auch benötige als nur den Verstand, den Kopf. Wie war das dann? Also 193 Kilo war ja dein Spitzengewicht und so im Hintergrund sieht man ein Bild von dir, wie das früher aussah. Wie war das dann, als du mit Sport angefangen hast? Was? Unvorstellbar. Ich wollte gar keinen Sport machen. Ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt alles darauf gewettet, dass ich möglicherweise eher Profi-Fallschirmspringer werde, als dass ich mich wirklich mit Sport beschäftige, weil Fallschirmspringen wäre für mich auch kein Sport gewesen, aber das hat man mir dann relativ schnell den Zahn gezogen. Und in diesem Kontext ist es auch gewesen. Also ich hatte relativ schnell relativ viel abgenommen, weil ich war ja ehrgeizig. Ziele konnte ich schnell erreichen. Ich hatte einen Zielfokus, ich hatte Zahlen, die ich ja mir immer schon geholfen haben, mich auch zu steuern. Ich habe es geschafft, innerhalb von 10 Monaten 100 Kilo abzunehmen. Und dann war es also wirklich eine maximale Performance. Mehr geht fast mathematisch, biologisch nicht. Für die, die das mal nachrechnen wollen, viel Spaß beim Durchtrinken, weil das ist keine lineare Betrachtungsweise, sondern wir haben da schon mit Kurven und mit biologischen Parametern zu tun. Aber es ist machbar. Und als ich sozusagen aber irgendwann für mich eine Nachhaltigkeitsprognose wollte und ich mich überhaupt da mal mit beschäftigt habe, wie könnte ich das denn schaffen, nachhaltig dann, ich sag mal, die Zeit danach zu gestalten, weil ich ja immer im Kopf hatte, ey Guido, du musst irgendwann mal wieder Geld verdienen. Ja, bis zu dem Zeitpunkt war es ja so 10 Monate, wenn man so will, ausschließlich dieses Projekt. Ich hatte einen Top-Job gemacht, habe mich viel dabei schonen können, was letztendlich aber auch in dieses Jobbild passte. Aber es gab keinen Gehaltscheck. Es gab keine Rechnung, die ich schreiben konnte. Es gab keine Überweisung. Also musste ich mir natürlich überlegen, wie kannst du denn, wenn du denn schlank bist oder schlanker bist, wie kann das weitergehen? Wie kannst du sozusagen schaffen, schlanker zu bleiben? Weil ich wusste, nochmal durch so eine Hölle willst du nicht durch. Des Entbehrens, des Entzuges, des allem, was dazu gehört. Und als ich dann wirklich dieses Fallschirmsprungbild im Kopf hatte, nämlich, dass ich wirklich mal als Belohnung, weil ich das im Fernsehen sah, dass jemand anders als Kandidat für eine tolle Leistung abnehmen, das machte und das bei uns vor der Haustür war und ich wirklich Tandemsprung gemacht habe und ich ein neues Körpergefühl hatte, habe ich dann für mich gedacht, okay, da könntest du mehr machen. Bin beim Sportmediziner gewesen, wollte wirklich eine Sprungausbildung machen, habe die auch theoretisch komplett abgeschlossen, bin aber nie mehr alleine gesprungen und der hat dann gesagt, ja, was machst du denn sportlich? Und ich habe gesagt, ja, ein bisschen Fahrrad fahren. Und dann, dann hat er mir so reingedrückt, dann könntest du ja mal laufen. Mach doch mal was Ordentliches. Und da ist das gesetzt worden. Wenn man so will, im Frühherbst 2016, wo der gedacht hat, mach doch mal was Ordentliches. Und als ich dann noch 3 Monate damit schwanger ging und ich dann aber irgendwann merkte, okay, du wirst nie ein normales Leben hinbekommen, wenn du nicht irgendwie nur auf Verzicht leben willst, sondern wenn du musst irgendwie scheinbar was dazu verdienen. Auch da hat mir der Business-Kontext wieder geholfen, dass ich gesagt habe, du kannst entweder sparen, um deine Ziele zu erreichen, oder investieren. Oder irgendwie sozusagen sparen, investieren oder, wenn man so will, verdienen. Mhm. Und da war dann, okay, du musst dir Kalorien verdienen. Okay. Und Fahrradfahren wäre nicht drin gewesen, weil ich hätte meiner Frau nicht erklären können, nach dem Motto, warum ich denn ständig neues Material brauche, obwohl ich kein Geld verdiene. Obwohl wir sozusagen mittlerweile ein studentisches Lebensniveau erreicht hatten, angenommen haben, weil natürlich klar war, dass wenn wir aus unseren Reserven und aus den kleineren Finanzströmen, die da waren und sind, weiter leben wollen, dann müssen wir halt sozusagen ein studentisches Lebensniveau ein Stück weit annehmen, ein einfacheres Lebensniveau annehmen und da hätte ich dir nicht erklären können, dass ich jetzt mal eben für 3.000, 4.000, 5.000 Euro neues Material möchte, für Fahrrad und so weiter. Also blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, dann probierst du es mal mit Laufen, das, was du nie tun wolltest. Und dann bin ich angefangen zu laufen, Anfang 2017, wenn man so will, 2,5 Jahre jetzt erst her, und habe gedacht, ich bin ein Talent. Weil ich konnte es relativ gut und
Also erstmal, es ging mir relativ gut damit. Mein Kopf ging das erste Mal richtig gut. Wenn ich gelaufen bin, am Ende, bis zum Ende des Tages ging es mir gut und nächsten Tag konnte ich wieder laufen. Also hatte ich auf einmal eine mentale Fitness und Fähigkeit, die mir richtig gut gefiel. Ne, mein Kopf war endlich wieder glücklich und sagte, hey, es geht wieder so, wie es früher mal war. Meine Gefühle waren im Griff und ich musste nicht 2 Minuten laufen, 2 Minuten gehen, so wie viele anfangen und dann 5 Minuten, 5 das oder was auch immer, sondern ich konnte gleich durchlaufen. Und das war aber das wusste ich nicht. Das war dem geschuldet, dass ich vorher schon halt Fahrradfahren und Schwimmen gemacht habe. Und das war nur zur Kreislaufstabilisierung. Das hatte überhaupt nichts mit Sport zu tun für mich. Das war einfach nur, ich bewege mich ein bisschen, damit ich nicht ganz schwarz vor Augen werde. Und diese Grundlagenausdauer, wenn man so will, die half mir natürlich, ohne dass ich es wusste, weil ich war ja IT-Mann, ich hatte ja zu biologischen Prozessen und Sport gar keine Ahnung, half mir, diese Idee zu entwickeln, ey, du könntest da ja vielleicht ein Talent sein. Das könnte ja vielleicht ein Talent sein. Und das hat mich dann motiviert und dann habe ich immer weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht bis heute, 2,5 Jahre später. Und mal gucken, was noch geht. Also das ist schon verrückt. Das ist es in der Tat. Ich möchte gleich auch nochmal drauf zurückkommen, aber ich habe noch eine andere Frage. Das Thema, was ja viele dann auch immer beschäftigt, ist das Thema Rückschläge. Also wenn es um Gewichtsverlust oder auch wenn es um Sport geht, wie geht man mit Rückschlägen um? Wie behandle ich die, damit ich dranbleibe, damit ich Rückschläge auch als etwas Positives, als etwas Notwendiges, als was auch immer sehe, aber damit ich trotz Rückschlägen dranbleibe. Wie hast du das gemacht? Indem ich es immer als Entwicklungsimpulse gesehen habe. Es ist ein Entwicklungsimpuls. Das heißt also, in dem Moment, wo ich zum Beispiel das nicht mehr hinbekam, weiter abzunehmen. Ich hatte eine Kurve 60, 70 Kilo und ich sah, okay, die nächsten 20, 30 Kilo werden jetzt anstrengender. Dann habe ich gesagt, okay, was machst du? Wie machst du es? Habe dann sozusagen das Problem versucht zu analysieren und aus der Analyse heraus konnte ich dann feststellen, ah, okay, wenn du das und das und das noch isst, dann kann das möglicherweise nicht mehr funktionieren. Habe das dann genommen, habe das rausgenommen, habe es dann verändert und habe dann gemerkt, ah, es funktioniert wieder. Es geht wieder ein Stück weit weiter. Das heißt also, ich hatte diesen Rückschlag, ich musste in die Analyse, ich musste wieder in die Vergangenheit zurück, ich musste wieder gucken, was habe ich wie bis zu dem Zeitpunkt gemacht und was müsste man drehen, was muss man nochmal weiter anpacken. Und im Sportlichen war es dann so, da habe ich natürlich dann auch natürlich mega Rückschläge gehabt, dass ich immer dann, wenn ich eine große Fresse hatte, gegenüber Leuten, die, wo es vielleicht nicht so gesund war, zum Beispiel der Presse oder weil ich mit der Redaktion von laufen.de und dem amtierenden deutschen Rekordhalter in Halbmarathon befreundet bin mittlerweile, dass ich dann mal gesagt habe, so Sachen wie, den nächsten laufe ich in 1,30 und die guckt mich nur an und haben gedacht, der spinnt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, das war gesponnen. Ich dann darauf losgerannt bin und trainiert habe und gemacht habe und dann hatte ich halt wirklich Ausfälle, Schmerzen. Also beispielhaft, ich habe immer versucht, dann wieder 1 Minute schneller zu werden auf 1 Kilometer, auf 1000 Meter. Und das hat jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, hat es irgendwie wehgetan. Entweder habe ich eine Zerrung mir gezogen oder was auch immer. Und dann habe ich mir halt angeguckt, okay, was ist da jetzt? Was machst du jetzt verkehrt? Was verstehst du da scheinbar nicht? Was soll dir das sagen? Okay, vielleicht langsamer, vielleicht dies oder das. Also ich habe versucht, immer analytisch dann ranzugehen und dann die Fehlerquellen zu identifizieren und die dann, wenn man so will, zu verändern. Und dann und das wirklich auch als Impuls zu nehmen. Und auch wenn zum Beispiel, gerade was diese Laufleistung angeht, da hat mir irgendwann mal mein Trainer, da muss man ja sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber gesagt, Guido, wenn es nicht an 3 Stellen gleichzeitig wehtut, wird weitergelaufen. Dann habe ich mich gefragt, sag mal, bist du wahnsinnig? Das hat ja mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Das war auch nicht das Mindset, sondern das Mindset war, manche Entwicklungsimpulse musst du, also manche Impulse musst du einfach drüber trainieren. Ja, der Körper sagt dir, Schluss, bis hierhin, jetzt könnte es wehtun, aber solange es keine Verletzung ist, sondern es tut nur weh, ist das ein Unterschied. Und da muss man halt ein Stück weit gucken und das habe ich halt auch gemacht. Ist es jetzt sozusagen einfach nur Angst und es tut ein bisschen weh? Oder ist es wirklich eine echte Verletzung und die muss jetzt sozusagen
bearbeitet und therapiert werden. Und solange es keine echte Verletzung oder ein Unfall ist in meinem sportlichen Umfeld, mache ich weiter. Wo viele andere vorher aufhören. Besteht da nicht die Gefahr, dass du das, was du im Beruflichen vorher gemacht hast, so fokussiert auf das Ziel zuzugehen, dass du das jetzt überträgst auf das Sportliche? Ja, natürlich. Das ist nicht nur die Gefahr, das ist auch so. Natürlich ein Teil meines Erfolgs und dessen, was ich so leiste, mittlerweile leiste, hat gleiche schizophrene, manische, weiß ich auch nicht, Züge wie, wie das, was ich vorher auch gemacht habe. Nur, dass ich mir dem mittlerweile bewusst bin. Vorher war es ja nicht bewusst, heute ist es bewusst. Und dass ich dann wiederum auch jetzt dabei bin, Ausgleichssituationen zu schaffen und zu sagen, okay, das, was hier vorher überhaupt gar kein Thema war, nämlich der Ausgleich der sportlichen Betätigung, ist bei mir jetzt der Ausgleich der Regeneration. Also das ist etwas, was ich ja vorher im Business-Kontext gar nicht kannte, im sportlichen Kontext die ersten 2 Jahre auch nicht und jetzt mittlerweile viel mehr mich mit Schlaf, mit Regeneration und solchen Themen beschäftige, weil das auch ein Riesenthema gerade dann dort ist. Und auch, dass ich mir auch Hobbys gesucht habe, andere Tätigkeitsfelder, wo ich sage, okay, da gleiche ich ein Stück weit dann wiederum sozusagen mein Verhalten aus. Wie zum Beispiel, dass ich mir vor 4 Wochen einen alten Trecker von 1966 gekauft habe, dass wir hier einen Resthof haben, dass wir gestern die dritte Katze ins Haus gekommen ist. Also nicht ins Haus, sondern auf die Anlage. Wir haben, wie gesagt, 7.500 Quadratmeter. Da kann man sich auch schon mal verlaufen mit den Tieren. So ist es nicht. Also die laufen einem nicht nur über die Füße. Wo es in Richtung Selbstversorgung immer mehr geht, wo ich also sozusagen so Träume lebe, wo andere Männer vielleicht in meinem Alter, vielleicht auch Frauen, weiß ich nicht, sagen, das ist ja irre, was der nochmal so, was der so tut und wie der so unterwegs ist. Und das sind so Dinge, wo ich das dann versuche auszugleichen. Also auch im Sinne von nachhaltig leben. Ja, ja. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil das etwas ist, was ich in den, wenn man so will, ersten Teil meiner Karriere nicht hatte. Die digitale Welt hat ja leider nicht so viel Nachhaltiges. In dem Moment, wo wir beide auflegen und es nicht aufgezeichnet hätte, gäbe es ja keinerlei Nachhaltigkeit mehr so richtig, wenn man so will. Jedenfalls nicht des Greifbaren, des Erfassens, des Sehens und des Komplettwahrnehmens. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig geworden, dass ich sage, ich möchte endlich auch mal sehen, was ich da tue. Ich möchte es auch mal erleben, ich möchte es auch mal essen. Ich möchte mich daran erfreuen, dass die Kartoffeln wachsen, dass ich die gepflanzt habe, dass ich die Stangenbohnen oder was auch immer. Also diese Dinge einfach auch stattfinden. Und dass mir der Rücken dabei wehtut, wenn ich Erdbeeren pflücke oder was auch immer. Also das ist etwas, wo ich sage, ey, das ist jetzt Leben, das macht mir Spaß. Und da ich durch meine familiäre Situation. Ich bin ja als Kind in der Landwirtschaft, in der Nebenerwerbslandwirtschaft groß geworden. Das heißt, es ist nicht etwas, was ich gar nicht kenne. Zwar klar, mit 15 dann irgendwie hinter mich gelassen habe, aber wo ich sage, okay, dann lebst du halt jetzt nochmal deinen Kindheitstraum und wie gesagt, kaufst dir einen Trecker, einen Heuwender, ein Grasmäher und so weiter und machst jetzt Futter für die Tiere selber und du riechst dann sozusagen die Natur, du riechst das frische Gras, was gemäht ist, du riechst und nimmst es voll wahr und du siehst dann halt am Ende auch dein Ergebnis, was du, wofür du es tust. Und das ist etwas, wie gesagt, was mir den Ausgleich gibt, die Bodenhaftung, die Erdung sozusagen und auch den Hintergrund, dass ich sage, okay, dass ich manche Dinge einfach auch besser wegstecke, wie das, was ich vorher vielleicht gar nicht hatte. Guido, die Herausforderung, die du durchlaufen hast und gestemmt hast, das ist ja für viele Menschen etwas, wo sie regelmäßig dran scheitern. Hast du 3 konkrete Tipps, die unsere Zuschauer, Zuhörer, die denen helfen, wie sie mit solchen Situationen erfolgreich umgehen können? Also eins, was ich immer deutlicher und immer wichtiger finde, ist, fang an, auf dich selber zu hören. Viele Menschen hören, aus meiner Sicht auch ich habe, ganz, ganz viel auf andere gehört, auf andere mögliche Experten, auf mögliche Spezialisten, auf Menschen, die erzählen wollen, wie die Welt funktioniert, egal ob Business oder Privat oder Finanzen oder Beziehungen oder was auch immer. Ich glaube, der beste Ratgeber ist immer noch in deinem Kopf, zwischen dem rechten und dem linken Ohr.
Der hat eine Menge zu sagen, der weiß auch eine ganze Menge. Und dem mal wirklich zuzuhören und wenn der keine Antwort hat, dann vielleicht auch mal in die Gefühlswelt einzutauchen und zu sagen, okay, wo sind die emotionalen High-Tickets oder wenn man oder Sprengfelder und da dann auch wirklich das Potenzial sehen und sagen, nicht, da tut es jetzt am meisten weh, nein, da ist das größte Entwicklungspotenzial, also wirklich das auch positiv zu sehen, egal, ob man das witzig findet oder nicht, also wirklich auf dich selber hören. Es wäre der allererste wichtigste Schritt. Du bist der beste Berater für dich. Kein Mensch von außen, außer Coaches, die wirklich psychologisch professionell ausgebildet sind, können dir dabei helfen. Also kein Experte kann dir dabei helfen, wenn es um deine persönlichen Fragen geht. Wie gesagt, Coaches ja, weil sie dir helfen, die Fragen zu strukturieren und die Fragen zu stellen, die du selbst nicht stellen würdest, möglicherweise, wo du einfach nicht drauf kommst, blinde Flecken, was auch immer. Wie gesagt, dann zweiter Punkt wäre das Angehen emotionaler Felder. Das heißt, umso emotionaler das Thema ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass du da ein Talent bist. Wirklich auch positiv zu sehen. Wenn du das Ding anpackst, das sage ich sogar meiner Frau, wenn sie ihre emotionalen Felder, dann ist das, also die hat halt das Thema Presse und Redaktion und alles sowas. Das ist für sie ein heißes Eisen ohne Ende und gleichzeitig erreicht sie Dinge, wo ich sage, das hätte ich in 30 Jahren Business nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie kriegt es hin. Das heißt, also, nimm deine Emotionen und geh durch die Angst durch. Geh durch die Angst und finde dein wirkliches Talent. Mhm. Weil da ist so viel Talent drin, das merke ich mittlerweile, das ist immer mehr und immer deutlicher. Und gelernt habe ich diesen Gedanken erst aufgrund einer Aussage einer Bildredakteurin, die gesagt hat, weil wir mal über das Schreiben von Texten gesprochen haben, gelernt habe ich diesen Gedanken, als sie sagte, kill your darlings. Das heißt, das, was du im Text am emotionalsten, am tollsten findest, das muss weg. Mhm. Alles klar. Und da habe ich dann gerafft, okay, das, wo du emotional am stärksten, da musst du dir reingehen und so weiter. So habe ich mir die Analogien dann auch geschaffen. Ja, und das Dritte, ja, mach's einfach. Letztendlich change. Ne? Also mach es. Am Ende ist es so, am ersten Tag ist es ungewohnt, am zweiten Tag ist es ungewohnt, am dritten Tag ist es ungewohnt. Irgendwann wird es Routine und irgendwann denkst du, was war ich eigentlich für ein Dussel, für ein Vollidiot, was auch immer man sich da sagen möchte. Mach es einfach und da steht ja beides drin. Mach es im Sinne von am Ende gewinnen die tun und nicht, also die Spieler auf dem Feld das Ding und nicht die Zuschauer. Und einfach steht da ja auch drin. Genau. Mach es einfach bedeutet nicht im Sinne von einfach, setz es einfach um, sondern mach es für dich so einfach wie möglich. Mach den Schritt so klein wie möglich. Mach ihn so einfach wie möglich. Und wenn du sozusagen wirklich ein bisschen was für deine Gesundheit tun willst oder abnehmen willst, wenn das jetzt ein Thema sein sollte von jemandem, dann denk in Gesundheit und nicht in irgendetwas anders, nicht in Verzicht, was auch immer. Es tut alles weh. Denk in Gesundheit und überleg dir, was kann ich heute tun, um einen kleinen, minimalen Schritt gesünder zu leben. Und wenn du nur diesen kleinen Schritt heute umsetzt und morgen wieder und morgen übermorgen wieder, also auf Deutsch gesagt, wenn du weißt, Coca-Cola ist halt nicht ganz so toll, und es könnte mit einer Cola Zero auch gehen. Denn auf Deutsch gesagt, piss dich nicht so an. Der Geschmack, da gewöhnst du dich schon dran. Und wenn du diesen Gesundheitsaspekt hast und sagst, ich möchte einfach diesen Zucker nicht mehr zu mir nehmen, weil das tut mir nicht so gut, aber die Koffein möchte ich trotzdem weiter haben, dann kauf dir eine Cola Zero und die trinkst du ab heute und morgen auch wieder und übermorgen auch wieder. Und in einer Woche oder zwei merkst du, ups, der Geschmack ist ähnlich. So schlimm ist es gar nicht. Ich bin nicht gestorben. Und stell dich mal eine Woche später nur durch diese kleine Änderung auf die Waage und du stellst fest, ups, da ist ja noch zusätzlich was passiert. Das ist ja cool. Guido, das wäre jetzt eigentlich ein megamäßiges Schlusswort, aber ich habe drei Fragen, die ich allen meinen Gästen am Ende stelle und natürlich kommst auch du nicht drum herum. Deswegen, erste Frage, mein Fokus ist dabei immer auf die Stärken eines Menschen gerichtet. Warum bist du gut in dem, was du tust? Weil ich es einfach mache, weil ich mich von nichts und niemandem abbringen lasse. Also sehr immer gut. Dann, wenn ich Energie von außen kriege mit, das geht nicht, das kannst du nicht oder das geht nicht, hast du bei mir die Zündschnur gezündet.
Ah, und dann, ist auch ein guter und dann Trigger. höre ich mich eher auf, bevor ich nicht bewiesen habe, dass es geht. Hast du ein persönliches Motto? Nicht so richtig. Also sicherlich irgendwie, dass Grenzen nur in meinem Kopf sind. Solche Sachen sind schon so als Motto oder mach es einfach. Nee. Alles ist möglich, also, hatte ich bald bei deiner Homepage irgendwo entdeckt. Nochmal bitte. Alles ist möglich, hatte ich auf deiner Homepage gesehen. Ja, das ist ein neues Motto. Also das muss ich ein bisschen differenzierter betrachten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich auf jeden Fall treibt, dass ich sage, ja, es geht, alles ist möglich. Dafür bin ich ja sozusagen ein Stück weit das personifizierte Beispiel. Das auf jeden Fall, ja. Ja, und die letzte Frage, wenn du deinen beruflichen Lebensweg jetzt nochmal Revue passieren lässt, was ist so die wichtigste Erkenntnis daraus? Dass man, egal was man tut, es aus Leidenschaft tun muss. Egal was, also beruflich, du kannst nur richtig gut werden, wenn du etwas machst aus voller Überzeugung, aus voller Leidenschaft, aus voller Emotion. Du musst dafür brennen, dann gelingt dir alles. Ja. Also, und das musst du finden. Du musst finden, wofür brennst du. Und das war lange Zeit die IT für mich und die logischen Fähigkeiten. Und heute ist es etwas Ähnliches, wo mir aber meine Vergangenheit extrem drauf einzahlt. Wo ich einfach sage, ich möchte nichts davon missen. Mhm. Ich freue mich, dass ich das erleben durfte, dass ich das bis heute erleben darf. Und was ja immer noch geblieben ist, ist ja meine Selbstständigkeit. Jetzt bin ich über 30 Jahre selbstständig. Nur, dass ich halt den Kontext leicht verändert habe. Mhm. Guido, wenn man mehr über dich wissen will, zum Beispiel, was so deine nächsten Rennen sind, du hast ja auch Marathon gelaufen. Wenn man mehr über dich wissen will, wo findet man dich und wie? Also man findet mich natürlich bei den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, einfach mal unter Guido Sander schauen. Du findest auch eine ganze Menge auf meiner Webseite unter guidosander.de. Ja, immer mal wieder die Augen und Ohren offen halten. Es gibt verschiedenste Podcasts, es gibt verschiedene Presse- und Aktivitäten, Fernsehaktivitäten. Also ich glaube, meine Frau wird alles dafür tun, dass meine Geschichte noch nicht im Sand versiegt, sondern eher, dass wir vielleicht mal in 3, 4, 5 Jahren, die Faszination von ihr ist ja sozusagen, dass sie mich nochmal als Fernsehstar rausbringen möchte. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir noch mehr von dir hören werden und auch noch häufiger, denn ich glaube, dass deine Geschichte ja wirklich eine Inspiration ist für andere Menschen. Und gerade mit diesem Thema kämpfen erstens sehr viele und zweitens, es laufen auch viele in die Gefahr, in diesen Mechanismen stecken zu bleiben und in diesem Hamsterrad stecken zu bleiben. Vielleicht eben nicht mit 120 Kilo zu viel, aber selbst wenn es nur in Anführungszeichen 60 sind, ist auch das schon eine ganze Menge. Und ich glaube, du kannst da wunderbar Impulse geben und du zeigst eben, dass es geht, wenn man einfach macht. Insofern, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen Ideen und Impulse, die du mitgegeben hast, auch für ja, dein offenes Interview, das, was du von dir preisgegeben hast, das ist auch nicht selbstverständlich. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dann wieder zuschaltest. Und bis dahin, sei groß. Ja, du wolltest dich auch noch verabschieden. Mach das alles bitte gut. Noch. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und allen, die das jetzt gehört haben, viel Spaß in der Umsetzung und macht es einfach. So wie gesagt.